Tessin im Landkreis Rostock hat auf ungewöhnliche Weise einen neuen Bürgermeister gewählt. Nicht die Einwohnerinnen und Einwohner, sondern die Stadtvertretung hat den 27 Jahre alten Mike Ritter gestern Abend bestimmt. Die Tessiner konnten nur noch zusehen, anstatt selbst zu entscheiden. Denn nachdem sie bei der Wahl im April die einzige Bewerberin und Amtsinhaberin abgelehnt hatten, mussten laut Gesetz die Stadtvertreter das neue Stadtoberhaupt wählen. Für Mike Ritter stimmten 8 der 15 Abgeordneten. In erster Linie hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die Bürgerinnen und Bürger von Tessin die Entscheidung getroffen haben. Nun haben es die Stadtvertreter getroffen. Der Städte- und Gemeindetag hat eben so entschieden und das muss man so akzeptieren. Und es geht ja in der Regel darum, dass Tessin in Zukunft gut geführt wird. Und ich denke, das haben die Stadtvertreter doch gut entschieden. Ritter ist Verwaltungsfachangestellter und seit 10 Jahren Gemeindevertreter im Nachbarort Sarnitz. Er wird nun für 9 Jahre Chef im Tessiner Rathaus. Vorher muss die Kommunalaufsicht des Landkreises die Wahl noch bestätigen. Ritter geht davon aus, dass er sein Amt zum November antritt.